Ciao. Hast du mal in der Mülldinger darin? Ja. Gut, alles klar. Nach morgen gegen 5.56 Uhr kam es hier zu einem versuchten Tötungsdelikt. Derzeit ist bekannt, dass ein 50-jähriger Mann, als Hausmeister hier tätig, einen Mann hier festgestellt hat, ihn angesprochen hat. Da kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, danach eine körperliche Auseinandersetzung. Er ist geflüchtet, hat uns informiert und als wir dann eingetroffen sind, haben wir auch festgestellt, dass er schwer verletzt ist. Er befindet sich derzeit im Klinikum, wird notoperiert. Und den Täter konnten wir im Nahbereich feststellen, haben ihn auch festgenommen. Es handelt sich um einen 43-jährigen Italiener ohne festen Wohnsitz hier in Deutschland. Derzeit im Hintergrund zu sehen die Spurensicherung des Landeskriminalamtes, die hier mit den Spuren beauftragt wurde. Und ein Suchhund ist natürlich auch im Einsatz, der jetzt noch nach dem Tatmittel sucht. Und alles Weitere werden wir dann nachberichten. Momentan die Tatortgruppe des LKA, ein Suchhund, Spurensuchhund ist noch angefordert worden. Und ansonsten ist die normale Polizei natürlich für die Absperrmaßnahmen hier vor Ort, um dann auch die Bürger soweit zu informieren und auch nicht an die Tatort ranzulassen.